Ja, hallo. Nach einer gewissen Zeit, wenn man Word benutzt, ist es ja so, dass ich ja, die ausgecheckten Dateien etwas häufen und man so langsam den Überblick verliert. Wenn man dann sehr viele Ordner hat im Word, weiß man auch immer nicht mehr so richtig, was ist jetzt alles ausgecheckt und was nicht. Und dazu gibt es hier eine Suchfunktion, wo man eben sämtliche ausgecheckte Dateien, also Baugruppen, Bauteile, Zeichnungen eben suchen kann. Ja, hier in diesem Ordner sieht man eben an dem grünen Feld mit dem weißen Pfeil, mit dem weißen Haken drinne, hier unten, das ist eben eine Datei, die eben ausgecheckt ist. Und wenn wir jetzt alle suchen möchten, die auf meinen Namen zum Beispiel laufen, dann kann man das einfach machen, indem man oben in der Funktionsleiste auf Suchen geht und dann erscheint dieses Feld. Ich gehe es mal hier auf Erweitern in der Mitte und hier bekommen wir jetzt mehrere Eingabezeilen. Oben kann man zum Beispiel auswählen, es suchen nach. Hier gibt man am besten immer beliebig ein, das heißt, da kann man dann im Prinzip alles suchen. Also da findet es in dem Sinne dann auch alles. Und hier unten haben wir jetzt ein Dropdown-Menü mit sehr viel Auswahlmöglichkeiten. Und hier gibt es jetzt im Prinzip ja alle Möglichkeiten, nach was ich im Word suchen kann. Uns interessiert es zum Beispiel aber erst einmal nur die ausgecheckten Dateien und hier gibt es dann eben das Feld ausgecheckt von. Das heißt, ausgecheckt von heißt von dem jeweiligen Anwender. Das heißt, nicht alle ausgecheckte Dateien, das kann man hier auch eingeben, dann müsste man auf ausgecheckt gehen. Wir gehen aber auf ausgecheckt von, dass eben die ausgecheckten Dateien nur von dem einen Anwender angezeigt werden. Dort klicken wir drauf und dann müssen wir hinten in dem Feld noch unseren Namen eingeben und zwar den Namen, mit dem wir im Word eben angemeldet sind. Das seht ihr ganz oben links im Browserbaum. Dort steht ja euer Name. Dann geht ihr auf Suchen, müsst nochmal Ja bestätigen und schon werden alle noch ausgecheckten Dateien angezeigt. In dem Fall sind es ja nicht viele und es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, diese wieder einzuchecken. Entweder ich gehe hier direkt mit Doppelklick auf die Dateien drauf, öffne dann quasi die Baugruppe, das Bauteil oder die Zeichnung und kann diese dort dann ganz normal einchecken. Oder ich gehe mit Rechtsklick drauf, kann dort einchecken, wo es aber manchmal zu Fehlermeldungen kommt. Und die andere Möglichkeit wäre zum Beispiel auch noch auf Auschecken rückgängig zu klicken. Das ist eher dann anzuwenden, wenn ich jetzt aus Versehen eine Datei ausgecheckt habe, die ich gar nicht auschecken wollte, die ich nicht bearbeiten wollte, nicht bearbeiten dürfte oder sollte. Wenn ich jetzt natürlich eine Datei richtig ausgecheckt und bearbeitet habe, dann sollte ich diesen schon richtig einchecken. Das heißt, auf einchecken gehen oder eben nochmal öffnen und einchecken. Ja, auf jeden Fall hier eine ganz praktische Angelegenheit, um die Übersicht zu bewahren und ja, mehr gibt es dazu eigentlich erst einmal nicht mehr zu sagen. Ich hoffe mal, ich konnte euch ein bisschen helfen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!